Moin, heute ist Dosenbiertag. Sehr schön. Der Bennett hat uns gerade verlassen. Der hat einen Dreh mitgemacht. Ja, aber nun muss er wieder los. Ja. Beschäftigt, busy diese Studenten. Studentenpack. Ja. So wie du. Ja, ja. Dafür gönnen wir uns jetzt einen richtig exquisiten Tropfen. Oh. Das Session IPA Craft Beer Fed Reno 2018. Kommt von, wo hast du es gekriegt? Da unser ansässiger Sky gerade umgebaut wird zum Rewe. Von Lidl. Von Lidl. Ich hatte irgendwie noch Bock auf ein Bier und dachte mir, das kennst du noch nicht. Die anderen Lidl-Biere haben wir ja schon mal, haben wir nie gesendet. Das war das schlechteste Tasting, was wir je gemacht haben. Ich glaube, wir haben... Ja, genau. Ja, das war es auf jeden Fall. Nee, aber das haben wir noch mal erwähnt und wir haben dann noch, wir haben ein oder zwei andere davon Lidl-Biere noch getestet. Genau. Aber die nicht von, die waren nicht aus der Linie, das waren so eingekaufte aus, ich glaube, die kamen echt aus Schottland, oder nicht? Oder Irland? Moustache, das eine war aus Moustache, genau. Was nach Harz schmeckt. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, das ist aus deren, man kann eigentlich fast sagen, das ist eine Art Hausmarke, glaube ich. Also, die haben ja das German Red, wie hieß das? German Red, das Imperial Stout. Also alles Stout von Steam Brew. Und ein Imperial IPA war das, glaube ich, auch. Also so das meinst du jetzt mit den Steam Brews? Genau, Steam Brew, Steam Brew Biere, halbe Liter Dosen, krass billig, waren okay. Sehen immer extrem spektakulär aus, muss man sagen. Also auch das Fat Rhino kommt ja auf eine interessante, also ist schon ein interessantes Design. Hast du das gelesen, woher das kommt, das Design? Nee. Von einer Kölner Kunststudentin, Christina Lanke aus Köln. Hat das gemalt. Also ansprechend aussehen tut's schon mal. Und ich habe es schon 100 Mal gesagt, ich finde Dosenbier immer noch richtig geil. Ja, und 55 Cent eine Dose, da brauche ich auch nicht lange überlegen. Wie viel Craftbier das nun ist, ist mir eigentlich auch Wumpe. Am Ende geht es ja darum, wie es schmeckt. Und es ist halt eine coole kleine Dose. Achso, und von der Brauerei Eichbaum, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Genau, Eichbaum, wie wir jetzt in unserer Recherche herausgefunden haben, produziert die Privatbrauerei Eichbaum aus Mannheim, auf die wir auch schon mal gestoßen sind im Zuge unseres Turmbräu-Tastings. Genau. Die produzieren anscheinend für Lidl generell, auch die Steambrew-Sachen sind von Eichbaum. Aber die halten damit so ein bisschen hinter Berg. Also auf deren Seite stößt man dann nicht gleich drauf. Aber unter Eichbaum wird anscheinend recht viel vermarktet. Auch Germania. So einige Billigbiere anscheinend. Was ja nicht schlecht sein muss. Das wollen die wahrscheinlich ja bewusst auf ihrer Seite. Die haben ja auch eine ganz normale Eichbaumlinie mit ihren ganzen verschiedenen Produkten. Und das wollen die wahrscheinlich dann nicht so in direkte Konkurrenz. Genauso setzen. Wie wir ja auch eine ganz normale Eichbaumlinie haben. Jede Brauerei soll eine ganz normale Eichbaumlinie haben. Ich liebe es, Dosen aufzumachen. Ja, es hat schon so seine eigene Ästhetik. Da gebe ich dir recht. Schnüffel. Riecht gut. Oder schon weg? Nee, es riecht gut. Ich überlege, wonach. Ich würde tatsächlich sagen... Big Secret. Mandarine. Ja. Ja, ne? Hast du im letzten Video auch schon gesagt? Ja, ich weiß. Ja, deswegen auf jeden Fall. Auf jeden Fall krass Zitrus, ja. Ja. Also ich würde... Also riechen tut das richtig gut. Das ist der Hopfen Big Secret. Hatten wir ja auch. Wurde auch schon mal kommentiert. Heißt ja, kommt ja vom Victoria's Secret. Ja. Da hat ja der Oliver Hörold auch mal mit gebraut. Hat er, glaube ich, kommentiert. Wenn man nicht wüsste, dass das ein 55-Cent-Bier ist, also ich würde das... Ja, aber das ist der Trick. Ja, das ist der Trick. Ja, aber was heißt denn für ein Trick? Viel Geruch, geile Optik. Ja, es gibt bessere Biere, die weniger für ihre Optik ausgeben. Vielleicht ist es das Bier deines Lebens. Ja. Stell dir das mal vor, für 55 Cent. Das wäre geil. Oh. Das ist auch der Tag deines Lebens dann heute. Das wäre schön. Und 0,3 Dosen gehen auch immer klar. Schön hell. Das aber leuchtet ein bisschen. Hab eine Trübe. Sag ja, Fridjof. Ja, Fridjof. Hat eine Trübe. Oder? Oder? Ja, jetzt kannst du aufhören, das zu sagen, was ich sehe. im Glas ist schon dezenter. Der Geruch. Schaumiges Vergnügen. Sehr fein. Ja, doch, aber... Ist dezenter, aber nicht weg. Ja.
IPA riecht ja einfach erstmal geil und das knallt ja in der Nase, das ist ja das, was so Spaß dran macht. Ich wurde jetzt schon einige Male dann ja auch enttäuscht, dass dann irgendwie im Geschmack nichts mehr davon war. Wollen wir mal abwarten, also mittlerweile bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber vom Geruch her kann man auf jeden Fall sagen, sehr Zitrus, eigentlich direkt schon Mandarine, sehr schön. Schaumkonsistenz passt. Absolut. Oder? Also der zerfällt auch gar nicht so schnell, wie man es erwartet hätte. Es ist nicht filtriert anscheinend. Torpede geht. Torpedi. Ja, da schwimmt sogar noch so ein bisschen was mit rum. Sag nochmal Hallo. Doch, das gefällt mir an sich ganz gut. Ja. Wenn es jetzt noch schmeckt, dann... Optik. Die ganze Zeit muss ich immer auf die Wimper gucken, die auf deiner Brille. Das habe ich im letzten Video schon gedacht. Warum sagst du es denn nicht einfach mal? Ja, ich habe es vergessen. Immer wenn ich weggucke, vergesse ich es. Wie ein Goldfisch. Das Problem ist, immer wenn ich Wimpern wegmache, habe ich danach Datsche auf der Brille. Die Sabber. Prost. Prost. Leicht. Sehr. Ein bisschen zu warm noch. Da kann Lidl nichts für. Aber nee, da kann Lidl nichts für. Von der Dose her hätte ich auch gedacht, das hat sich gut gekühlt jetzt in der letzten Stunde, aber sehr leicht, recht bitter, dann doch wieder relativ wenig Frucht im Geschmack. Im Antrunk finde ich schon noch, dass man da irgendwas merkt, aber das ist halt auch wieder sofort und weg. Ja, das stimmt. Aber trotzdem finde ich es halt... Im ersten, wenn du sofort nach dem Schlucken macht sich das, wenn du den Mund aufmachst, kommt diese Zitrusnote noch mal durch, ganz kurz im Geschmack. Aber dann ist schnell sehr leicht und hinten raus kommt auch nicht mehr viel. Nö, eigentlich nichts. Ne? Also es ist, der Antrunk gefällt mir richtig klasse, aber beim IPA finde ich manchmal auch geil, wenn danach, wie wir das immer sagen, der ganze Mund voll ist, noch mit Geschmack. Der Speichel nachproduziert wird, weil es so bitter ist. Aber es hat ja auch nur 4,9%. Also das kann auch nicht ewig so nachbrennen noch. Naja gut, das andere tut es wahrscheinlich auch nicht des Alkohols wegen. Nee, aber auch, also da ist ja auch nicht allzu viel Hopfen wahrscheinlich drin. Ne? Ich meine, Hopfen ist ja auch teuer. Ist ja Hopfenextrakt auch drin. Ist auch drin, ne? Ist auch drin, ne? Hopfen und Hopfenextrakt. Ja. Trotzdem würde ich das... Ah, sie beschreiben den Körper sogar mit schlank und rezent. Ach, ich habe dezent gelesen. Ja. Sie ist bitter auch, aromatisch auch. Aber die Christine Lanke malen kann sie. Malen kann sie. Wenn sie selbst gebraut hat als Kunststudentin, dann bin ich auch begeistert. Also, zurück zum Bier. Ich nehme nochmal ein. Also Preis-Leistung finde ich stark. Nur die Leistung finde ich mittelmäßig. Nur den Preis finde ich überragend. man kann bei 55 Cent jetzt ja auch nicht die Welt erwarten. Ne? Von daher, also... Ich fände es auch unfair, wenn man in dem Bereich den Preis nicht irgendwie auch mit einbezieht in seine Bewertung. Also das ist ja keins, das einen völlig vom Hocker haut. Nee. Und trotzdem ist das auch was, das hatten wir ja schon mal, das Thema, das vielleicht einfach mal ein interessanter Einstieg in die Craft-Szene ist. Total. Es ist halt nicht so richtig Craft-Bier, aber es ist ein bisschen was anderes, es ist ein spezieller Stil und trotzdem kommst du günstig ran. Natürlich, ein 55-Cent-Bier, das in großen Mengen produziert wird, kann wahrscheinlich auch nicht so dolle schmecken. Ich finde, man merkt deutliche Defizite gegenüber anderen Bieren, die man in dem Stil schon getrunken hat. Aber ich würde es trotzdem nicht sagen, dass es schlecht ist. Nö, also die Komplexität fehlt halt irgendwie. Ne? Es ist ja auch nur der eine Hopfen anscheinend. Und vielleicht ist das auch der ausschlaggebende Punkt, warum das halt nur dieses einmal kurz da und sofort weg. Ja. Ich stelle mir das halt auch gerade vor, Dosenbier ist ja Festivalbier. Und wenn du sowas mit hast statt 5-0 und den ganzen Tag haust du dir diese kleinen... Oh, könnte ich nicht. Das kann ich. Ja, cool. Genau, das könnt ihr wirklich nicht. Challenge accepted. Er würde lieber Wasser trinken. Nee, aber... Nein, davon könnte ich nicht... Mehr als 20 trinken. Wenn du da mal eins von mit hast und immer mal eins trinkst. Ja, so zwischen den 5-0. Genau. Also so würde ich das wahrscheinlich angehen. Ja, aber die wilden Jahre sind vorbei. Ja. Wann waren wir das letzte Mal auf dem Festival? Gestern. Nun wollen wir hier mal Butter bei den Fischen. Ja. Ich find's nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Nee, also ich fand's... Kann man gut mal haben. Muckelig. Genau. Mal was anderes. Ja. Schnell mal eine Nase überlegen, was wir noch Kluges sagen. Nee, gar nichts. Kann man getrost eigentlich weiterempfehlen. Es kostet ja nichts.
Ja, weiterempfehlen halt unter Vorbehalt. Also man muss halt wissen, woran man ist. Ja, es kostet ja nichts. Es kostet ja nichts. Genau. Von daher schadet ihr euch auch damit nicht. Ja. Post. So kann man es wahrscheinlich sagen. Ihr bleibt uns gewogen. Ansonsten. Und ich mach schon mal. Ich moderiere schon mal ab. Kommt da noch was von dir? Oder? Ja, ich würde eine Empfehlung nicht aussprechen für jemanden, der sich schon viel im Bereich Craft Beer jetzt so auskennt. Ja, solche Leute gucken unseren Kanal nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ja gut, alle die noch selten eine IPA getrunken haben, da kann man mal mit anfangen. Das schon. Das würde ich auch sagen. Ja. Alle anderen wissen sowieso, was sie bei Lidl zu erwarten haben, dass es dann nicht zwangsläufig was Schlechtes, aber halt auch nichts Überragendes ist. Haben wir jetzt tausendmal gesagt, reicht auch. Ja, Feierabend. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao. Tschüssing. Damit könnte ich auch Flunkyball spielen. Ja, das könnte ich auch. Zentrieren. Das ist klar.